Thank you, Nick. Thank you very much for coming, and thank you especially to our guest tonight, John Behind from V Plus. He's an architect coming from Belgium, as you know, where he founded his office, V Plus, which has quite an interesting name that we can talk about it. Together with his partner, where they live and they teach since 1998, right? This is when you started your office. Actually, I like always to explain briefly how I was, in this case, how I met or how I was interested in inviting somebody. Yeah, it's not in the case that we met before; we just met 5 minutes ago, so it's not the case. But I definitely was interested in starting with the prize they won, the award of the Mies van der Rohe Award for Emerging Architects a few years ago. No? From there on, I saw and I followed their work, which I found quite interesting for several reasons. One of them definitely is also, by the way, their name. No? V Plus might be something not so clear, but Replus de Bien-être, sorry for my French, is something like towards a better well-being. It's quite an intriguing name. Yeah? I mean, the fact of having the term well-being when talking about architecture is already a declaration of intentions. I think this is a key question that I'm sure we are going to find out during the presentation that he's going to give today. And I think it has to do with this sort of well-being, I don't know, but definitely has to do with the physical well-being. I mean, architecture needs to provide spaces to physically be in good conditions, but also spiritually. So when I started to talk to him 5 minutes ago, I was saying, I'm interested in your work because I find it pragmatic and poetic, and say, well, this is the title of my lecture, actually, and I didn't prepare it. So I'm sure he's going to talk about these questions. Because I think pragmatism, even in a philosophical sense, in the concept that the American philosophers gave to him, is somehow like given to the truth, the meaning of architecture is good if it works well, I would say. Yeah? And this is a way of thinking of that. But besides, it's a strong poetic approach. This is the feeling I have. This is what I saw in your buildings that had the opportunity to look at. And this is what I want to listen from you now, and I hope it's going to be so interesting as I foresee. And I thank you very much for coming here today. So please welcome. Oh. By the way, I didn't say it, but he's going to speak in German because he speaks very good German. Na, jetzt habe ich Angst. Danke für die Einladung. Ich bin sehr stolz, hier zu sein. Danke für diese Introduction. Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Also es ist nicht meine Muttersprache. Literal, es ist meine Muttersprache. Meine Mutter ist Deutsch. Aber ich komme aus Brüssel, aus Belgien, denke in Französisch und entwerfe in Französisch. Ich meine, Sprachen sind wichtig und ich hatte keine Lust heute Abend, Vortrag zu machen in Englisch mit unserem üblichen wash-wash-cool-Englisch. So ab und zu werde ich französische Wörter benutzen und so weiter. Normalerweise, wenn wir einen Vortrag machen, nehmen wir ein Thema, arbeiten den aus. Ich weiß nicht, Humor in Architektur oder vorher, nachher oder wenig Geld. Das erste Mal, dass ich hier in Berlin komme, also wird es irgendwo ein Panorama sein, von was wir irgendwo was uns beschäftigt, mit bestimmten Fokus und mehr präzise sein werden und andere Entwürfe, die ein bisschen mehr oberflächlich sein werden, wie sie sich gehört. Wir haben vor 5 Jahren eine Ausstellung gemacht in Brüssel, waren wir sehr stolz, Ausstellung über 5 Entwürfe, die gerade nicht fertig waren. Und da gab es einen Katalog. Der zeigte die ganze Produktion, was hintersteckt von einem Entwurf, also nicht nur das fertige Objekt. Und wir waren extrem stolz, neben das Buch von Daniel Libeskind zu sein. Großer Unterschied, es ist sein Foto und links auf das Buch ist die Zeichnung von der Betoningenieur von der Firma.
Ja, wir sind die Kinder von den Jahren 90. Wir hatten Götter, Comculas, Lacaton, Liebeskind, Copie Me Bleu, Corbusier. Die Mittezeit natürlich auf ihren Thron ein bisschen abrutschen. Aber ja, ich muss sagen, wir sind Architekten, die in einem bestimmten Kontext groß geworden sind. Hier ist es ein lächerlicher Versuch, ein bisschen seriös zu sein. Kostüm ist zu klein und ihr seht hier links meinen Partner. Wir arbeiten zusammen seit 20 Jahren. Das ist vielleicht ein altes Paar in Architektur. Wir haben jung angefangen, mit 24 Jahre alt. Ja, wie ein Paar ist es schon schwierig in die Liebe, in die Arbeit. Ab und zu schlafen wir separat, ab und zu schlafen wir zusammen. Ich bin Kongo, er ist vielleicht Eskimo. Wir haben so eine Partnerschaft, ist eine Summe von zwei Persönlichkeiten. Ein Stratege und eine vielleicht ein bisschen mehr intuitiv, mehr Rock'n'Roll-mäßig. Wie jede Agentur, jede Praktik gab es einen Anfang oder ein Debüt. Wir arbeiten in Brüssel am Anfang und in Belgien. Und Belgien ist ein kleines Land, so ein künstliches Land, was England aufgebaut hat zwischen Deutschland und Frankreich. So war England sicher, einen Hafen zu haben, Antwerpen. Und in Belgien ist es alles ein bisschen kompliziert oder absurd, wie ihr seht, diese Nummern. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt so viele Regeln, so viele politische Situationen, die komplex sind, dass es sehr schwierig ist, eine Architektur zu machen, wo wir hätten einen Entwurf bevor das Entwurf. Das interessiert uns nicht. Wir mögen gar nicht, dass jeden Entwurf eine neue Aufgabe ist. Also es interessiert uns nicht, irgendwo eine Sprache, strukturelle Sprache zu entwerfen und ein Produkt zu liefern. Das überlassen wir an Zaha Hadid oder andere Architekten, die das viel besser als uns machen können. Das ist der echte Anfang. Nach unserem Studium in einer Stadt, wo Architekt ein Schimpfwort ist, es gab keinen Computer mehr, noch kein Handy, alles mit die Hand. Master, Postdoktorat gab es nicht oder sehr teuer in die EE. Haben wir beschlossen, eine große Studie zu machen zu einem Gebiet, was heißt La Jonction Normandie. Jonction Normandie, die großen ganzen 70 Jahre politische Diskussion, 50 Jahre Baustelle, zwei Weltkriege und dann 40 Jahre städtebauliche Krise. Und diese Jonction Normandie ist eigentlich zwei Bahnhöfe zusammenzusetzen. Und wir haben die ganze Stadt zerschnitten, mitten. Und das war eine offene Baustelle. Aber der Titel davon war Jonction Normandie vers plus de bien-être. Also um mehr Wohlstand, aber nicht im ökonomischen Sinn, also mehr in diesem positivistischen Sinn, Gesellschaft zu verändern. Und mit solchen Titeln fanden wir das so fantastisch, konnten wir uns sagen, naja, mit so einem Titel ist diese Geschichte noch nicht fertig. Da haben wir dann beschlossen, ein Riesenmodell zu machen, was sie da sieht, 1 zu 200 von einem Gebiet von 3 Kilometer, also ein Modell von 12 Meter lang, und eine Ausstellung zu machen, die natürlich, ja, mit den Mitteln, die wir hatten, die eben dieses Thema bearbeitet mit unseren Entwürfen. Eine Art von Punk-Masterclass oder rebellische Situation in einem Kontext in Brüssel, wo es halt extrem schwierig war, Architektur wieder in situ zu machen, weil die meisten Entwürfe waren oder durch Architekten, die ihre Eintritte hatten in die politische Kabinett oder in die Makler-Promotionssituation. Natürlich, Modelle waren ist nicht genug. Danz Jung, ich bin da rechts, ich glaube 25, das war ein bisschen die Techno-Zeit, war uns eher als wichtig, als dass wir irgendeine Situation setzen und in die Stadt selbst zu arbeiten. Und waren wir relativ Aktivist. Also wir hatten keine Aufträge, aber wir machten Installationen und das alles also wir suchten die Aufgabe. Aber dadurch haben wir unsere erste Aufgabe bekommen. Drei Kulturinstitut links an Tanz, ein bisschen weiter weg versteckt an Theater, unter den Zug an Kulturzentrum. Es ist Brüssel 2000, Kulturstadt, fragen uns irgendwo etwas zu machen.
und zu zeigen in die Stadt, dass sie da existieren. Anstatt da jetzt irgendwo dekorativ die Straßen anzupacken, kleine Lichter zu setzen und so weiter, haben wir beschlossen, einfach nur die ganze Energie reinzusetzen in die Beleuchtung von einem Treppenhaus, von einem sozialen Hochbau, was meistens kritisiert ist, besonders weil es im Hintergrund ist von einer alten, schönen Kirche, Barock, mit der Idee, irgendwo die Energie, die ganze Energie, die wir haben und das Budget auch, das war 3000 Euro, in einen Punkt zu setzen. Und wie kann ein Punkt so stark sein, dass er eine viel stärkere Auswirkung als irgendwo in das ganze Gebiet zu arbeiten. Und mit dem zweiten Punkt auch, dass die meisten kulturellen Gebäude sind in Belgien weiß beleuchtet. Und was passiert, wenn man jetzt ein Gebäude oder ein skulpturales Aspekt beleuchtet und daraus ein Totem macht und eine Skulptur? Und was kann das irgendwo auswirken in eine Stadt? Gleiches Prinzip irgendwo für Inszenierung für ein Event, ein Tanzfestival von einem Tag. Das ist ein bisschen zu viel Licht hier. Wie baut man ein Luster mit 3000 Stühlen, die eben dann in einem Raum eine bestimmte Auswirkung haben? Und wie kann man einen Punkt machen, der so gefährlich ist, aber faszinierend durch die Beleuchtung, dass sie dann irgendwo einen Effekt hat in das Raum? Und diese irgendwo zwei kleine Entwürfe haben natürlich sehr maladroit, ungeschickt, hat uns schon in sich selber irgendwo die ganze Idee von unserer Agentur, wie kann man clever oder intelligent genug sein, um den Kontext zu verstehen und die Energie an einem guten Punkt zu sein, ja, des Pragmatismus, und wie kann man empfindlich genug sein, dass es irgendwo eine neue poetische oder absurde Welt aufstattet. Danach hatten wir irgendwo die Chance, unseren ersten öffentliches Gebäude zu machen, das heißt ein Kino. Wir sind irgendwo die Spezialisten von Kino geworden, viele Preise davon bekommen. Kino in Lüttich, wir hatten bisher nur ein Haus gebaut. Und dieses Kino haben wir eigentlich nicht das Kino in sich selber thematisiert. Was soll ich denn sagen über das Cinema? Ich bin Architekt. Sondern mehr die ganze Energie reingesetzt, wie kann man diese Saalen aufeinandersetzen, wie kann man den Weg inszenieren, um diese fünf Stöcke nach hoch gehen und wie kann man eigentlich die Problematik von der Statik zu benutzen, um eine Expressivität zu bekommen und ein Universum zu haben und natürlich dann auch einen Kontakt mit der Stadt und dem öffentlichen Raum. Und die Statik, rechts sieht die, was die Ingenieur uns vorschlägt, links irgendwo unseren Traum, irgendwo vielleicht wie zwei Tiere, wie ein Kaninchen auf ein Schwein, irgendwo, ich weiß nicht, was sie machen da, aber aufeinander stehen, ein bisschen wie Hans Scharouni in Berlin, sodass man eigentlich die ganze Infrastruktur benutzt von einem Kinosaal, wie der meistens immer eine Dose in einer Dose ist. Also wenn eine riesige Betonwand, aber eine Betonwand, die 30 Meter lang ist, ich nenne das einen Balken. Und wie diese Seelen, die unterschiedliche Schräge haben, niedrig, stärker, das ist natürlich von wo sie kommen, vom Kino, aufeinander stehen und die alle Kräfte nach unten kommen, sodass wir am mindesten Säulen haben und diesen Grundgeschoss befreien als öffentlichen Raum, das Foyer, rechts die Bar und da hinten ein Hof. Und da oben einen großen Saal und dazwischen den zweiten Foyer. Wir sind in Lüttich, das ist die Stadt von Les Frères d'Ardenne, drei Prix de Cannes. Und da hinten in Hof ein Gebäude, wir sind noch in die Jahre 90, ja, also bewegen, wo es gibt zu ausdrücken, dass eigentlich dieses ganze Gebäude eine Art Infrastruktur ist. Und es gibt einen bestimmten Punkt, wenn alle Leute rauskommen aus dem Saal, dann sitzen sie mir alle durch diese Wege durchgehen und dann alle zusammen auf diese Treppe und dann in Foyer reinkommen. Links ist die Bar, die da ist. Und das ergibt natürlich dann irgendwo die Inszenierung von diesem Weg, der ab und zu versteckt ist, dann ganz hoch, ganz klein und so. Und dann eben jetzt das, den Hof da hinten mit dieser ganz expressiven Architektur.
Entwurf in Entwurf, die Bar ausstatten, wo es auch ein Spiel ist, mit welchen Säulen geht man zur Expressivität oder wie die anderen auf einmal ein Möbel werden. Und das ist ein Modell, ein Fotomodell. Den kleinen Bruder davon, das gleiche Thema, auch vier Säulen, aber diesmal über einen Weg, hinter eine Bank, den Kulturzentrum bekommt und wo halt immer die Lehre thematisiert ist, als irgendwo der Ort, wo man Connection haben kann mit die Stadt und da geht man ganz ruhig wieder in den Saal, dann sieht man den Film, kommt man wieder raus und das war halt die Hauptthema. Hat einen anderen Bruder jetzt, die wir bauen in Lille, gleiches Thema, aber dieses Mal ist ein horizontales Kino, Kino, der einen Zugang hat auf dem öffentlichen Raum. Wir arbeiten mit HBRT, ein Büro in Lille, wo das hier das Hauptthema ist, eigentlich einfach wieder Platz hineinschwimmt in das Gebäude, zum Eingang vom Kino ins Zentrum, links das Café mit dem Dach, wo auf einmal die Körper schaffen eine Terrasse für Nachtprojektion in eine Gegend, die eigentlich sehr hässlich ist. Wir sind im Nebenstadt von Lille, Marcq-en-Barœul, kennen Sie nicht und brauchen Sie auch nicht zu kennen. Das war irgendwo der Anfang. Ich könnte einen ganzen Vortrag machen über die Kinos, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, der wichtige Punkt in unserer Praktik, die wir haben, wie sagt man hier in Französisch, interroger la commande pour la formuler ou le pas de côté. Ich meine, als Architekt haben wir ein Recht oder mehr, ich meine, wir müssen das machen. Es gibt keinen idealen Kunden, es gibt keinen idealen Auftrag, es gibt keine idealen Situation. Aber wir haben auch eine Rolle als Ratgeber. Also wenn wir einen Auftrag bekommen, ist die erste Frage, ist die Frage gut? Ist die Antwort, die Sie vorschlagen, eine gute Lösung, um eine gute Architektur zu machen? Ja, gute Architektur, das wird noch ein anderes Thema sein. Und wenn wir merken, dass irgendwo, das bringt nichts, das gibt nichts Mehres, wäre plus, das ist eigentlich, um mehr zu liefern. Ja, die Abkürzung in den Titel ist auch so, weil wir hatten ein bisschen Nase voll, dass alle Leute uns anrufen, um Massage zu haben, weil meistens alle Massageräume heißen Verbus de Bien-être. Und das war für uns das Ego also ein bisschen schwierig. Und das irgendwo die Formel in Französisch, le pas de côté ist, wenn man Tango tanzt, ist irgendwo der Seitenschritt. Also wie kann man im Moment bei einem Auftrag eine Situation irgendwo einen Schritt nach links machen? Und also die Architekturfigur zu sein, der brav zuhört und brav die Regel formt, ich meine, das liefert für uns keine gute Architektur. Das liefert vielleicht ein gutes Konsensus, aber nicht einen guten Sinn. Konsensus ist, viele Stimmen zu hören und eine Stimme daraus zu machen. Aber wenn jetzt der Konsensus irgendwo einen Entwurf zu liefern, der vielleicht funktioniert, aber einfach nur ein Opfer ist von unterschiedlicher Problematik, ist es noch kein Entwurf. Oder ich meine, ich habe da keine Lust, als Architekt darauf zu arbeiten. Also meine Rolle ist dadurch. Also ich meine, haben wir eine Möglichkeit, um zu sagen, nein, das machen wir nicht. Potsdamer Platz, nee. Deswegen gibt es halt natürlich immer zwei unterschiedliche Alternativen. Oder arbeitet mal die sublime Figur, der alternative Weg dadurch, wie die Zeichnung von rechts. Und das wird halt irgendwo, das Absurde wird halt stärker, findet man eine Kraft dadurch. Oder man nimmt halt irgendwo, was uns überbleibt als Gehirn, um die Frage neu zu stellen und eine Position zu haben. Deswegen, ich bin kein großer Theoretiker, ich bin mehr ein Intuitiv, sage ich jetzt am Anfang, was vielleicht uns beschreibt, ja, für einen sensiblen Pragmatismus. Pragmatismus ist, ja, wie kann man die Architektur beschauen von seinen Effekten, wie bewirkt man das, aber auch, wie kann man das Ego in Dienst, den Entwurf zu geben und nicht das Entwurf für sein Ego. Aber wie kann man eine Sensibilität reinsetzen, um eine andere Welt zu schaffen? Ich meine, ein Entwurf ist doch immer mehr, als was es nur ist. Das Erste, jeden Entwurf ist ein Universum, jeden Entwurf ist ein Kontext, jeden Entwurf ist nicht nur ein Konzept,
was in Form gesetzt ist. Ein Konzept ist für uns nur ein Entwurfsmittel, wie eine Idee, aber ein Entwurf, da sind mehrere Ideen. Zweitens, das Wichtigste ist drin, draußen, auch wenn es grässlich ist, das Wichtige ist das drin. Also es ist immer das basische Spiel von Licht, Raum, Proportion, Auswirkung, Gefühle, Durchgänge. Dritten würde ich sagen, ja, die Bewirkung auf den Maßstab vom Körper zum Mensch und dann die Relation, die Durchgänge, Vorplan, Vorgrund, Hintergrund, die Fenster da hinten links, der kleine Fasan vorne, den Tisch, der zum Möbel wird. Oder natürlich auch, das ist auch ganz wichtig für uns, das ist der konstruktive Aspekt, was ist seine Materialität, wie ist es ausgebaut. Unser erstes Kino war natürlich eine skulpturale Figur, relativ abstrakt, aber natürlich mit geringen Budgeten zu arbeiten, irgendwo gibt es da keinen Platz mehr für, was kann man sagen, Verputzung und so weiter. Also wie das Bauen und das ästhetische Aspekt davon einen Einfluss hat um unser Leben und die Menschen, die drin leben. Zwei Fokus auf zwei Entwürfen, die relativ introvert sind. Das erste ist in Moucron, auch eine kleine Stadt, nicht weit weg an die Grenze zwischen Belgien und Frankreich, industrielles Gebiet. Und es ist ein Museum von Folklore-Wettbewerb. Am Anfang mussten wir nur lachen. Keiner nimmt richtig ernst, was ist ein Folklore, was ist diese Art von Museum. Es ist ein Museum, ein kleines Gebäude, die ein bisschen zu klein war. Aber eigentlich durch das Besichtigen von unterschiedlichen Museen ist es irgendwo doch die, nicht das Intelligenz von der Idee, aber die Intelligenz von der Bewegung. Diese Berufen lernen sich von Vater zu Sohn, von Verein zu Verein. Also es ist, wie macht man die gute Bewegung, so ein Produkt zu bauen. Oder all diese skurrile Objekte, hier ist es ein Objekt, um Brillen zu machen und all diese Objekte, die irgendwo dieses Wissen hatten von das alltägliche Leben, die natürlich meistens in so historische oder Rekonstruktion Situationen. Links ist der Kunde und der Kunde ist eine ganz starke Persönlichkeit, die ihres ganz kleines Museum hatte. Am Anfang wollte sie einfach nur neue Toiletten haben neben ihres Gebäude. Das war der Vorschlag von der Stadt Moucron. Und da hatte sie ja, ein kleines Zögern und dachte, es wäre schon gut, Geld zu finden, um ein bisschen mehr zu machen und ein Museum zu machen. Und davon heraus ergab sich ein Wettbewerb. Also ja, kein idealer Kunde, aber ich meine einen Kunde, der einen Entwurf tragt. Das ist vielleicht das, ein idealer Kunde. Das ist das Gebiet. Typisch, ich muss ein bisschen schneller machen, ganz großen freier Raum, großer Parking, der nicht weit weg ist vom Zentrum von der Stadt, ganz kleine Arbeiterhäuser, große Fabriken, Garten, Ausbau von kleinen Extensions, kleine Küchen, die hinten machen und hier ein industrielles Gebäude und das existierende Museum ist hier und eigentlich der Wettbewerbsvorschlag, wo sie wollten, ein Gebäude zu machen, war eigentlich da. Aber was bringt es? Irgendwo ein Gebäude vertikal, einen großen Platz, ein Gebäude da. Und was macht man hier mit dem Rest von diesem Gebiet, das im Moment absolut keine Struktur hatte? Der Vorschlag, ein großes Risiko, wir gehen außer das Gebiet des Wettbewerbs. Es ist einfach, ein Gebäude zu machen, der hier in die Länge funktioniert und den Park in zwei Gebiete schneidet, so wie irgendwo eine Extension, also ein Ausbau von das bestehende Gebäude. Und es gibt halt die Möglichkeit, eine stattliche, mehr urbane Seite zu haben mit dem Parvin-Parking und da hinten einen Garten und dass das Museum sich ausbreiten kann. Oder gegenüber die Stadt, oder gegenüber dem Park, weil sie natürlich in das Museum extrem viele Schüler mitnehmen, Klassen, um das Prinzip des Folklore zu bearbeiten. Hier der Park und hier die Straße, die einen ganzen charmanten Charakter hat. Mit diesen typischen kleinen Häusern und diese Symphonie von Backstein. Da haben wir gewonnen, sind sie extrem stolz darüber. Das ist ein enorm großes Museum für den geworden. Die zweite Frage, wenn man so ein Museum annimmt, das ist, wie inszeniert man das und was ist der Charakter von den Innenräumen? Meistens Museum werden da extrem viel Energie reinsetzen in das Bühnenbild davon und ein paar Objekte rausnehmen als sakrale Objekte. Aber
darüber geht es gar nicht. Ich meine, das ist doch schon etwas, was eigentlich meistens mehr eine Intelligenz des Alltags. Also ist irgendwo die Idee, das ist eigentlich eine domestische Kunst. Und diese Domestik, also den Maßstab des Hauses, den Maßstab des Raums, ist ein wichtiger Punkt in den Entwurf. Und noch dazu, weil am meisten funktioniert es, weil es extrem viele Objekte da sind. Und alle so ein Kuriositätskabinett. Prinzip relativ einfach, die Enfilade-Räume, die 4 Meter auf 4 Meter sind. Es gibt die Möglichkeit, zu den Kunden ihre Thematik zu verändern oder Kombinationen zu machen. Aber was passiert, wenn jeder Raum nicht die gleiche Höhe hat? 4 Meter auf 4 Meter mit 2,50 Meter Höhe ist nicht das gleiche Gefühl wie 4 Meter auf 4 Meter mit 7 Meter hoch. Goldenen Schnitt überall. Und ein hohes Element hier, den Kontakt ist natürlich mit der Stadt. Da den Schnitt, Zentralgebäude ist die Administration, darunter der Eingang, links polyvalente Räume und rechts all diese Museumsräume mit ein paar Exzeption, wie hier in Passio, da ein Raum, der rausguckt, weil das ein Gewebeelement ist, der viel zu groß ist. Und ab und zu 2 Räume zusammen, 1 Räume allein und so weiter und so weiter. Unterschiedliche Erschließung. Das Gebäude in sich selber ist nicht so besonders ein Objekt. Es ist eigentlich mehr irgendwo etwas, was sich da ausdehnen, Grenze macht und irgendwo wie das bestehende Gebäude weiterlaufen würde. Und so sieht es auch aus, das ist die Baustelle, wo man sieht diese unterschiedlichen Dächer, die ganz straff fast die gleiche Breite haben wie, wie die Gebäude da oben. Also wir sprechen von 10 Metern, das ist ein richtig kompaktes Gebäude. Es gab einen Zwischenpunkt in das Entwurf. Am Anfang dachten wir, jeden Raum ist richtig echte Mauern. Und dann ergibt sich da, das war irgendwo viel, wir müssen billiger sein. Es war viel billiger, eine Betonstruktur zu machen von 10 Meter und dazwischen Holz reinzusetzen, also um den domestischen Charakter zu haben. Also die Idee des Raums wurde irgendwo ein bisschen vermischt mit einem anderes Prinzip, konstruktives Prinzip, was einfach billiger war und intelligenter war. Aber das irgendwo ergab 2 Potenziale, und da bin ich wieder pragmatisch und zynisch, auf einer Seite, dass die Möglichkeit, dass alle Wände rauskommen können, und hat man einen faszinierenden Raum, wo alle Dächer andere Höhe haben, wo die gemeinsamen Räume irgendwo einen deutlichen Charakter haben, wo die kleinen Räume, wenn man jetzt irgendwo die Wände bearbeitet, wie ein Fachwerk, werden sie irgendwo auch als szenografisches Element benutzt. Hier sieht man irgendwo, wie das Licht oben kommt, tiefer Raum, kleiner Raum, und wie wir damit spielen, mit das und so hat das auch irgendwo die Inszenierung von der ganzen Ausstellung beeinflusst. Das ist ein domestischer Charakter von die Decke, die Wände, ab und zu wird die Wand ein Regal, ist ein Loch. Und die ganze Grammatik von Holz, Weiß, ist irgendwo, fließt durch das ganze Gebäude und gibt Symphonie für die Entwürfe. Ab und zu gibt es ein Element, der die Logik, strukturelle Logik segart, geht da weg. So wie hier Beispiel ein Sichtpunkt, der wichtig ist. Kleines Detail, wenn man wenig Geld hat, ist es unnötig, etwas zu verstecken. Also die Plinte ist das billigste Holz, die ist die größte, die wir haben konnten, und der Rahmen ist noch fettiger und so weiter. Und das gibt auch die Möglichkeit in diesem Rahmen dieses Museums, dass wir da durch diese leichte Wände irgendwo auch schrägen Sichten haben und dass man nicht nur immer ins Zentrum der Wand reinkommt, wie in eine Enfilade. Also es gab eine Flexibilität, wo wir gut schlafen konnten. Außenansicht. Wenig Geld, extrem wenig Geld. Wir bauen da für 1200 Euro Quadratmeter. Das ist halt die Frage der Materialität und der Rigosität. Hier sieht man ein Haus in Bretagne, den ganzen Charme von dieser Materie, die kommt aus dem Gebiet. Und das erzählt eine ganze Geschichte wie in vernakuläre Architektur. Man muss wissen, dass Mouchron ist eine von der Hauptstadt von Backstein. Es gibt 10 Firmen von Backstein, die alle unterschiedlich sind.
Und der zweite Punkt in Belgien, wenn man öffentliche Gebäude macht, die eine französische Gemeinschaft, das sind zwei Gemeinschaften, flämisch und französisch, 1% des Budgets muss in eine Kunstinstallation sein oder Kunst in Architektur sein. Hier haben wir das Prinzip genommen und einen Künstler zu engagieren, um mit diesen Backsteinproblematik zu arbeiten. Wie kann man irgendwo eine Außenfassade machen in Backstein, aber der in sich selber einen Substanz hat und einen Charme hat, der irgendwo nicht steril ist. Neue Backsteine sind irgendwo, die schönsten sind die teuersten, die billigsten sind, da kann man nichts mitmachen. Und man weiß, dass halt in die Zeit die alten Backsteine ab und zu, sogar der Maurer, die sie gemacht hat, der macht das sogar unterzeichnet mit seinen Fingern. Und die Idee war halt irgendwo, all diese Backsteine zu sammeln von den ehemaligen Fabriken und ein Patchwork zu machen, der dann bemalt ist mit einer Kalkfarbe, wie die alten Ferme. Bauernhaus, ja. So dass eigentlich das Gebäude hat in sich selber an jede Wand, jede Teil der Fassade ist irgendwo schon ein literales Museum von dem Wissen von die Gegend, wie hier Fragment Nummer 1 von dem Backstein von Firma Nummer 1. Und die ganze Ansicht ist irgendwo, ob Firma 1, Firma 2, Firma 3, Firma 4 und das im Runde. Also man kann fast die ganze Geschichte von Backstein erklären, nur um das Gebäude zu sein. Also die Intelligenz der Hand ist in die Substanz des Gebäudes fast drin, das Kunstwerk ist drin, vermischt mit die billigen Backsteine, die 50% doch da drin sind. Das ergibt das Gebäude jetzt, wurde gerade geöffnet, das Hauptgebäude, relativ ruhige Architektur, simpel, die jetzt dann sauber ist, aber mit der Zeit wird diese Farbe abwaschen. Fenster, da wo es nötig ist, größere, weil vielleicht wichtigere Sachen da hinten sind, aber ein Gebäude, was relativ mysteriös ist und nicht alles erzählt, was dann passiert. Der Haupt einen Schnitt ist natürlich der Eingang, die eine direkte Konnexion gibt mit dem Platz davor. Das Gebäude geht ganz dicht am Rand, es ist nur eine kleine metallene Tür, so kann das Gebäude den Park erschließen. Teil des rauskommt, verschwindet manchmal hinter die Bäume. Hier sieht man das Spiel von den Backsteinen, hier spielt in die Straße. Das Eingang, Sie müssen noch den Platz machen, wenn Sie das Geld finden. Zweiter Entwurf, gleiche Thematik, aber dieses Mal über einen Theatersaal, Leytheater, Kulturzentrum, das ist in Flandern. Und er ist ein Entwurf, wo wir arbeiten, zusammen mit einem Büro aus Flandern, wo die Mechanik die gleiche ist, der Schritt, le pas de côté, wieder. Ihr seht hier oben das Gebiet, wo das Wettbewerb stattfinden soll, das neue Gebäude. Das ist ein Parking und die Aufgabe war, Gebäude zu machen plus Parking in das Gebiet. Wir schlagen vor, das nicht hier zu machen, weil wir sehr schlecht ausgerichtet sind. Hier gibt es einen Riesenpark, es könnte ein Park sein, aber das Gebäude hier zu setzen, am Eingang von der Stadt und das ganz dicht mit diesen drei Gebäuden. Hier haben wir ein Museum, hier kommt ein neues Gebäude oder ist schon das Gebäude von Tony Fratten und hier ist der Fluss. So dass das Parking müssen wir nicht bauen hier drunten, weil hier ist ein Fluss und unterirdisch zu bauen kostet Vermögen. So konnten wir einen Entwurf liefern, was 7 Millionen billiger war. Das war ein gutes Argument. Und der Parking konnte Parking bleiben oder Park in die Zukunft. Und das ergibt halt irgendwo, was wir sagten, irgendwo den kulturellen Cluster, Gemeindehaus, Museum. Und ihr Kulturzentrum, der irgendwo einen ganz großen Theatersaal ist. Und dann eben den Park, was hier durchfließen kann. Und das ist ein Konzertsaal, wo, als ich 16 Jahre habe ich PGR wieder gesehen. Und das Museum in sich selber ist eigentlich ein ganz niedliches Gebäude. Frank-Lloyd-Wright-mäßig, Prinzip von Mauer und Dach. Sehr schöne Kollektion. Hier ist das Gebäude von Tony Fratten. Und das Entwurf in sich selber hat eben dann die Aufgabe, irgendwo, der ist das Gebäude an die Tür von die Stadt. Er will auch den Park beschützen von dem Lärm, von der Autobahn, die da hier rechts ist.
Also, weil man weiß, es ist ein Kulturzentrum, ein Theater, ist 90% ein geschlossenes Gebäude. Das ist Masse. Der Entwurf in sich selber hat vier Prinzipien, die ganz einfach sind. Ein Gebäude, was ein Gesicht hat. Es ist ein Ontalengebouw in Nederland. Also es ist ein Moment, wo das Gebäude sagt, hier, guten Tag. Er ist kompakt, also wie möglichst, wie so viel, wie intelligenten Plan zu machen. Keine Aufstapelung, alles ist null. Administration und eine ganz klare Organisation zwischen öffentlichen Räumen und privaten Räumen. In einem Theater gibt es immer einen privaten Raum und einen öffentlichen Raum und man kann, wenn man will, eine Tür öffnen und sie einladen. In Flämisch würde ich sagen, iedereen unter den Hut, alles unter einen Hut. Also das Gebäude ist wie ein großes Hut und der Saal ist eben den Kopf. Aber wie spricht man in den unterschiedlichen Kontexten? Die Hand reicht Autobahn links zum Fluss und im Park. Ja, ist irgendwo so gewöhnt, hat auch irgendwo eine idiotische oder doofe Zeichnung zu machen, um das Entwurf zu erklären. Anderes Prinzip, wir wissen, dass diese Theater sagen, sie geben eine Aufgabe, aber während des Studiums, das Gebäude verändert sich in seine Proportion. Also wir hatten irgendwo immer diese Idee von diesen Skulpturen von Malevich, wo irgendwo es ist nicht so wichtig, wie ob jetzt ein Teil mehr rechts, mehr links ist oder darüber. Es ist irgendwo eine Komposition, die in sich selber stark genug ist und die kann verkraften, dass das Gebäude sich innerhalb des Entwurfprozesses sich verändern kann. Und das wirkt halt irgendwo ein Objekt, der in sich selber ja, einen guten Tag-Moment hat gegenüber dem Park und eine Aufstapelung von den unterschiedlichen Volumen, Theaterraum und natürlich das Theatertor, was hier sehr groß ist. Es ist ein ambitiöses Programm, so ist es jetzt im Schnee während die Baustelle. Ich entschuldige mich für die Fotos, weil es ist jetzt offen, aber wir konnten Fotos machen nur während die Baustelle. Und natürlich diese Auswirkung des Gebäudes gegenüber die Autobahn. Auf einmal wird das ein Tor als ein richtiges Signal, städtebauliches Signal, und nicht ein Eintrittstor für die Stadt. Plan, extremer kompakter Plan, aber der aufgebaut ist über große Räume und kleinere Räume. Schwarz ist privat, weiß ist öffentlich. Ein Sala d'Italien, ein Saal wie ein italienischen Saal, also ganz klassisches Theater, aber ganz breit, mit einem massiv kompaktes Publikum. Den Mittelpunkt hier, das Foyer, das Herz des Gebäudes, der architekturale Raum, sehen und sich sehen lassen. Und hier der polyvalente Raum, der einen ganz deutlichen Kontakt hat hier. Das ist Glas, das kann sich bewegen und hier ist es auch Glas, sodass der Raum hier erschlossen sein kann, aber auch, wenn man hier ist, hat man einen visuellen Kontakt dadurch. Hier anderen polyvalenten Raum kleiner und hier die Cafeteria, Eingang, Ticket, Klos, Vestiaire und so weiter. Und hier ist dann das Loge, Gebiet und technische Räume und Auflageraum des Theater. Dekor, Inszenierung kommt hier. Es ist eine kleine Stadt, Deinze, 20 Kilometer weg von Gent, aber ganz stolze Stadt. Und in Flandern sind sie relativ clever, was das betrifft. Wenn jetzt André Kerismaker oder Rosas ein Theater macht in Brüssel, kann das gleiche Theaterstück irgendwo in einen kleinen Städten weiterspielen. Wie hier in Deutschland, in Wuppertal geht es dann nach Karlsruhe und so weiter. Und deswegen haben sie beschlossen, hier ein relativ ambitiöses Gebäude zu machen. Aber sie wollten schon eine Kunstakademie machen, ein Gemeindehaus mit Toni Fratton, was dann natürlich 3000 Mal teurer war. Und dann das. Deswegen, dass wir vorschlagen, ein kompaktes Gebäude, aber der flexibel war in seinem Umgang und billiger war extrem Argumenten, wofür eben den Wettbewerb gewonnen haben. Und die Flexibilität kommt natürlich raus, dass wir eben diese drei Typologien von Räumen haben, klassischen Saal, aber chaleureux, architekturalen und hier die Blackbox. Plan hat sich wenig verändert. Die Treppe, das Atrium in den Foyers, eine skulpturale Treppe und ein Oculus wie in Form einer Ei. Und hier sieht man einen Schnitt durch den Theatersaal. Der große Theatersaal, Onthalend, sag ich mal in Flämisch, das heißt irgendwo, ja, wir wollten einen Diamantensaal, ein bisschen wie die Volksbühne in Berlin,
also fast der runden Saal, kompaktes Publikum, das gibt ein viel stärkeres Theatergefühl, wenn man auf die Bühne spielt, und eine viel größere Spannung, was das Theater betrifft. Hier seht ihr den Saal in ihrem Bauschel, ein ganz großer Raum, und dann, wie er ausgearbeitet ist, mit seiner Verschalung aus Holz, die unterschiedliche Rhythmus nimmt, von groß und klein, wegen akustischen Klangargumenten und auch eben irgendwo unterschiedliche Maßstäbe zu geben. Und da kann man auch sehen, dass irgendwo der Theaterrahmen sehr groß ist. Es ist fast 23 Meter. Der Turm ist 40 Meter hoch. Es ist ein 500 Saal, ein sehr guter Saal geworden. Und das der Blick vom Theaterbühne, die da ist. Der architekturale Raum, ja, das richtige architekturale Raum, fast in seine Karikatur. Es geht nicht mehr um Publikum und Bühne, es geht hier um, ich komme rein, ich zeige mich, es geht hier um eine Treppe mit irgendwo einen Zugang zu ihr an andere Treppenelementen, um runterzukommen oder hoch in den Saal zu gehen. Es erschließt auf diese Seite, andere Seite die Loge, die VIP-Raum von die Loge mit einem ganz kleines Foyer. Es ist eine kleine Stadt, sie sind sehr stolz. Der Bürgermeister will absolut die Star das Moment treffen, aber vielleicht privat. Aber er kann immer natürlich hier runter reinkommen und die anderen Leute sehen. Also es ist dann so bourgeois, bürgerliches Spiel. Und das mit natürlich auch den Zugang mit diesem polyvalenten Raum, was man, die können alle beide zusammen funktionieren oder separat sein. Hier die 3D-Auswirkung. Ich redete von Räumlichkeiten, ich rede von plastischen Räumlichkeiten, der ist wirklich der plastische Raum, aber es gibt im Moment Fluchtpunkte, wo hier geht man da durch, da sieht man wieder die Straßeneingang, das ist Zugang hier zu die Cafeteria, das ist eine Schrägbewegung. Also der Raum im Moment zerwirbelt sich und wird fast fließend in andere Elementen. In die Baustelle, relativ absurde Situation, wo der Kran fast mitten in den Raum ist. Hier seht ihr halt eben diese riesige Brücke, die statisch auf zwei Punkten steht. Und hier ist ein Aufhängerelement und diese skulpturale Treppe. Und hier kann man schon ein bisschen sehen, die Relation, die man hat mit dem zukünftigen Park, der da kommt. Moment 2 in die Baustelle. Das ist das Fenster zu das VIP-Foyer, was hier oben ist. Also könnten die Künstler hier rüber gucken. Also es ist fast wie ein theatralisches Raum, wie das Foyer oder das Treppenraum in das Opera von Tony Garnier in Paris. Das ist irgendwo der Hauptraum, wo alle versteckt sein können, aber auch sehen können. Und man kann eben diesen Spiel machen. Die Treppe. Konkret, Beton, nur die Oberfläche ist hier geschleift, darüber, der Hänger, da. Und natürlich, wenn man da oben ist, die Decke ist 2,30 Meter, kann man durch das Oculus sehen, das ist eine Form von einem Ei hat, auch wie man da Licht reinbringt. Sicht dann natürlich in diesen polyvalenten Raum, es gibt eigentlich nicht viel zu fotografieren da drin, das ist ein schwarzer Raum. Da. Aber das da kann da drin geschehen. Das ist eben das Mythos von die schwarze Box, der polyvalente Raum, als andere Flexibilität. Das sind irgendwo die zwei Archetypen von theatralischen Räumen, die italienischen Saal oder irgendwo das industrielle Lager, was flexibel in sich selber ist. Die Kneipe, die Café mit großer Sicht auf die Stadt, Treppe, was irgendwo zu Bar wird. Und jetzt der auch in Kontakt hat in Duppelhöhe mit ihr einen administrativen Raum, das ist ein Terminraum. Ja. Entschuldigung für das Mobilier, was da drin ist, was ein bisschen schnicke schnacke hipster Pinterest ist. Das ist nicht von uns, das waren die Interieurarchitekten von der verantwortlichen Bar. Das Außen, in Wettbewerbphase war das Gebäude. Ja, ich rede, es ist ein Gebäude von Masse. Also wie geht man irgendwo ein bisschen Eleganz an diese Masse? Wie geht man eine Kraft? Das Gebäude von links, das Museum ist Backstein, was angestrichen ist, aber der Bürgermeister sagte, niemals wieder, das ist mir viel zu teuer. Dein Wettbewerb hat irgendwo eine Struktur reingesetzt, was aus Pyramiden war, wie meine Lieblingskneipe, wo das ist. Keine einzige flinke Idee.
Aber was wichtig ist, dass eigentlich, es gibt eine Malereibewegung, was im Museum drin ist, die sich nennt Les Luminiristes. Es spielt das ganze Spiel über Licht. Ihr könnt das gucken in das Bild, wie das Licht auf die Schultern von den Leuten ist, also Kontrast von Licht. Und wir wollten irgendwo das Gebäude irgendwo, schon irgendwo damit spielt, irgendwo, dass da irgendwo ein Edelpunkt kommt, dass das Gebäude irgendwo fast einen cinetischen Aspekt hat. Wir sind neben die Autobahn, die Sonne dreht rum. Na, wir haben Mockup gemacht von unserem ersten Vorschlag, der natürlich total depressiv war. Und sagten, es hat im Vergleich mit faszinierender muslimischer Architektur, wo man sieht, dieses ganze Spiel von diesen Pattern und diese Farben, die darüber gehen. Und da haben wir dann benutzt irgendwo die Möglichkeit, das Pretext von dieser großen Ausstellung, die wir hatten in Brüssel, um ein bisschen von das Geld zu nehmen, ein Studium zu machen und was kann man bloß mit diesem Backstein zu machen für diese Fassade des Gebäudes. Und da kam halt heraus ein ganzes Thema, da haben wir ein Modell gemacht, 1:20, wo das Prinzip ist, wir haben 5 Backsteine. Eine ist richtig matt und rugös, zweiten ist weniger matt, aber ein bisschen mehr brillant. Und so weiter. Und dann haben wir extrem brillante Backsteine. Und die Idee ist einfach, um höher das ist, um brillanter das ist, da kommt die Sonne. Aber dann die Backsteine, die rauskommen, die sind ganz wenig. Um tiefer man geht, um mehr ist die Textur präsent. Da sind die Backsteine schon fast schräg, sodass man ganz deutlichen Charakter bekommt. Und dazwischen gibt es Variationen davon, von Densität, von was rauskommt und Tiefe und brillant, nicht brillant und matt. Was natürlich nicht die Form des Gebäudes entspricht, sondern seine eigene Logik hat. Und das ergibt das jetzt. Der Bauunternehmer hat, glaube ich, niemals erfasst, was er machen musste. Aber unsere Mitarbeiter hätten 3 Wochen genommen, das zu entwerfen. Wo man hier sieht, natürlich diesen Backstein matt, ein paar brillante Elemente, aber ganz wenig, aber die ein bisschen schräg sind, aber die eine ganz deutliche Textur geben und dann eben diese unterschiedlichen Rhythmus, die kommen, eine da und da weiter und wie sich das spielt an einer Ecke. Viele kommen raus am Anfang, weniger und weniger und das ist irgendwo wie ein Gewebe von Stoff, was über das ganze Gebäude geht, sich verändert natürlich mit das Licht. Das Untergeschoss ist ein bisschen reflektierend, wie hier mit der Straße, hier das Gebäude, wie es auswirkt am Eintritt von der Stadt. Hier an die Ecke, man sieht dann die Fratonen ein bisschen weiter weg. Und auch wie ab und zu ein kleiner Feder, das kann man sehen. Ja, da von Weitem, die Farbe verändert sich auch, manchmal weiß, manchmal ein bisschen Kaffee-Olé. Oder verschwindet, wenn man andere Wege nimmt. So. Das war irgendwo die 2 Entwürfe, die wir gemacht haben nach die Kinos. Wir hatten andere auch. Aber irgendwo war die große Lehre, wie man introvert arbeitet. Denn einer, die Raum und das kann man ein großes Gebäude machen, wo man hat das Gefühl, man ist zu Hause. Und den anderen, wo es fast eine Schizophrenie ist, von unterschiedlichen Charakter, fast ein Collage von einer Welt 1, einer Welt 2, einer Welt 3, einer Welt 4. Und ich glaube, das sind Elemente, die mich selber sehr faszinieren. Also ich finde, es stinkt langweilig, wenn in ein Gebäude, wenn ich reinkomme und ich habe schon das Ende verstanden. Irgendwo, wenn ich in ein Schloss reingehe und ein Palazzo in Venedig, ich bin fasziniert von der mittelalterlichen Architektur, wo ich irgendwo einen Raum, also 3-mal größer ist, andere viel kleiner sind. Vielleicht sind es meine Kinderträume, aber irgendwo in Dänse war das irgendwo in dieses kompakte Gebäude. Also ich sehe, ich höre da schon mein Bram in Flandern. Ja, simpel, kompakt, effizient in dem Budget. Wie kann man dieses Mysterium reinbringen? Die sind extrem stolz über das Gebäude. Das war auch ein Gebäude gemacht haben in Partnerschaft. Das ist extrem üblich in Belgien. Wir mögen lieber kleine Büros sein von 10 Leuten, maximal 15. Und mit Exekutivbüros arbeiten. Das machen wir seit dem Anfang. Im Kino haben wir so gebaut. Wir waren 27 Jahre alt, meine erste Freundin. Und ich hatte keine flinke Erfahrung, wie man baut. Und hier
zwei Partner, also ein flämisches Büro und extrem gut verstanden, weil irgendwo wir ergänzen uns. Und das ist irgendwo wie die Partnerschaft mit Thierry. Da geht es um Ergänzung, wie ich halt sage immer. Das Ego in Dienst des Entwurf und nicht das Entwurf in Dienst des Ego. Ich weiß schon noch, wo mein Ego ist. Zwei andere Entwürfe jetzt, die vielleicht Ausnahme sind. Ich glaube, dass als Architekt hat man vielleicht einmal so eine Chance, da etwas zu machen. Ja, das war das Plakat, das Wasserturm. Im Französischen Wasserturm nennt man ein Château d'eau, literal ein Wasserschloss, ein Schloss Wasser. Ich glaube, das Hauptthema hier für uns war extrem schwierig, weil erstens es ist Arbeiten mit Techniker, es ist so technisch, statisch und das Wasser und das Zweite, das Maßstab der Sache. Man könnte sagen, hat mir die Frage gestellt im Interview, ja, was ist Architektur? Ja, ich kann jetzt antworten, ja, es ist Poesie des Zentimeter und Zentimeter des Poesie, wie dick, wie dünn, wie breit, wie groß. Das ist dann schwierig zu beurteilen, zu entwerfen in dessen Rahmen. Ganz ambitiöse Kunde, hier links der Wasserturm, der nicht mehr gut ist und er will einen neuen haben, der da ist, wo der Kran. Und diesen Kunden macht einen offenen Wettbewerb, das ist, ich glaube, das einzige Mal, wo wir einen offenen Wettbewerb gemacht haben. 300 Architekten liefern den Entwürfe rein und fragt uns, jedem Büro, bitte, 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 macht drei Entwürfe für einen Wasserturm und mit einem, das am liebsten machen. Okay. Wasserturm in sich selber ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Es ist Wasser, was sehr hoch ist und darunter etwas, was da ist, um das Wasser hochzuhalten. Historisch muss man wissen, dass die Wassertürme kommen von zwei Aspekten. Denn erstens ist die Parkarchitektur. Wie kann man Wasser hochsetzen, dass die Brunnen Fontänen haben können? Haben die Intrusken da erfunden, dann die Römer genommen. Versailles ist so. Und die andere ist auch ja, für die Züge und die Industrie. Das ist einfach auf einmal extrem viel Wasser zu liefern zu können, einen bestimmten Punkt. Hier unseren Wasserturm, wir sind in einem Gebiet neben Mons, eine andere Stadt, die ihr nicht kennt. Mons hat fast einen Bahnhof von Calatrava, aber der Bau hat pleite gemacht. Calatrava ist jetzt persona non grata in Belgien. Naja, da wollten sie irgendwo ein Statement haben. Man muss wissen, dass meistens die Wassertürme, ja, das beste Form ist ein Circle und das ist nicht überlassen an die Ingenieure, das ist eine Infrastruktur. Also was bringt ein Architekt zu einem Wasserturm? Das ist ein rundes Element, wo die Kräfte nach unten gehen können. Das ist ein Objekt, der da ist. Es war in seiner Geschichte, als sie so anfing, also weil jeder Wasser zu Hause haben wollte, wurde auch empfunden als irgendwo ein Schrei in die Landschaft, so wie jetzt die Windmühlen, irgendwo die Leute schreien dagegen. Es hat einen Impact auf die Landschaft, besonders wenn der Wasserturm gewiss eine bestimmte Breite bekommt hat. Und diese bestimmte Breite fängt an mit 20 Meter. Wenn er kleiner ist, geht es noch. Hier unser Wasserturm ist 20 Meter breit, also es ist fast schon ein Hochhaus, ein Turm. Also das 50, 60 Meter hoch. Natürlich gibt es in der Geschichte unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen, niedlich, Natur und so weiter. Nach natürlich einer Avalanche, also Schneefall oder Brainstorming, ich nehme ja, von unterschiedliche beeinflusste Ideen von Wassertürmen, haben wir eigentlich beschlossen, die Figur von diesem Wasserturm in seine Landschaft zu bearbeiten. Also links oben würde eben der Wasserturm als symmetrisches Objekt dastehen. Und unten, ja, wie könnte irgendwo ein Wasserturm fast in Bewegung sein in die Landschaft? Besonders und auch irgendwo mit der Idee, wenn man einen Berg sieht, man weiß immer, wo man sich befindet, weil man kennt gut die Nordseite, die Südseite, die Westseite. Und wie könnte irgendwo der Wasserturm unterschiedliche Gesichten haben, in die Landschaft, wo man weiß, und er ist immer ein bisschen anders, manchmal gefährlich, manchmal nicht und so weiter. Und dass er irgendwo halt dann irgendwo eine Rolle hat, als nicht nur der Punkt in die Landschaft, aber auch der Punkt, der eine Orientierung hat. Und in sich selber eine bestimmte Faszinierung. Der Wasserturm ist nicht öffentlich, er ist privat. Also die Idee in sich selber, wenn wir einmal eine Idee bevorhaben, das Entwurf, war relativ einfach. Wir haben ein strukturelles Prinzip, was über eine Landschaft ist, mit das typische belgische Broll darunter und darüber das Wasser.
weil das ist nämlich der letzte Wasserturm. Und die Frage ist natürlich, die Fragen über Sustainability-Geschichten, ja, was macht man mit dem Wasserturm denn nachher? Und hier unser Vorschlag ist einfach ziemlich einfach, einen Tisch zu machen, wo der Wasserturm, wo das Wassertank auf dem Grund gebaut ist, danach darüber getan ist, mit einer Struktur, die drei Buchstaben sind, ein A, ein X, ein I, ein L. Ihr seht Experimenten da hinten, weil wir nämlich in einer seismischen Gegend sind und der Wasserturm muss natürlich die Kräfte so bewegen. Das hat uns der Ingenieur gesagt. Ja, ein Wasserturm zu einem Architekt zu fragen, ist natürlich nicht unbedingt das rationellste Gebäude. Aber ihr, was da clever war, dass wir wollten, dass es so schmal als möglich sein konnte und dass der Tisch auch relativ dünn ist. Und die ganze Struktur, die da oben irgendwo diesen Riesentank beschützt, ist eigentlich ein umgekehrter Balken, sodass irgendwo der Tisch eigentlich relativ dünn ist, ein Meter. Was für 20 Meter übertragen fast technisch, also fantastisch ist. Und der Tank ist eigentlich wie ein Donut. Dazwischen ist irgendwo ein Träger, der das hält. Sustainability, ja, wenn das kein Wasserturm mehr ist, kann es eventuell ein panoramisches Restaurant sein auf dieses gloriöses industrielles Gebiet von Mons. Wir haben natürlich ja die Lieferung von die Zentrale von Google, die Lieferung von Zara und alles Mögliche. Da in die Ecke ist, kommen alle Züge und LKWs und liefern durch ganz Belgien, Holland die Produkte, die mir heute mal fröhlich via Internet kaufen kann. Oder kann literal ein Château d'eau sein, Ludwig II. Schloss über einen Wasserturm. Naja, die Baustelle in sich selber hat für einen Architekt faszinierende Momente, weil man eben irgendwo diese Figur oder dieses Objekt bauen sieht und auch die Gebäude, die man bauen muss, um das zu bauen, wie hier diese Eisenelementen da oben, und auch die statische Situation von einem Balken, der so ist, aber nicht die gleiche Situation ist, wenn er von oben wie mit dem Tisch ist. Also es ist relativ interessant, das mitzuhören. Sehr schwierig, das Protokoll zu schreiben in die Baustelle Termine. Also, ihr seht dann auch, Frage des Maßstabs, der Tank, 20 Meter breit, da hinten, das bin ich. Und die ganzen Treppen, die dann nach hoch gehen, sind 750 Stufen. Hier die Baustelle von dem Wasserturm, wie die Lieferung der Tank. Und dann das Frage des Maßstabs auch. Hier geht mal das die Straße durch ein Auto, da sieht man eben diese Beine, die sich da schweben wie dazwischen. Und dann irgendwo das Objekt brutal dasteht mit seinem banalsten Gebäude nebenbei. Hier ist die Postchloration, also das Wasser geht hier hoch, wird hier sauber gemacht und schießt los. Wo wir das banalste Gebäude gemacht haben. Die Tür, was habt ihr? Das billigste. Und eben dann ein Gebäude, die Transparenz dazwischen. Ja, wir müssen das beschützen, sodass da keine Vögel da reinkommen da oben. Ab und zu ganz kleine Löcher, um die Treppe zu beleuchten. Hier, anderen Moment. Und dann schwebt es da hier über die Landschaft, wie diese Roboter von Star Wars. Und manchmal ein bisschen mehr gewaltiger gegenüber dieses Gebiet. Und verschwimmt natürlich in unseren Landschaft. Belgischen Himmel, der grau ist und die Silhouette existiert nicht mehr. Dann, andere Ausnahme, die vielleicht die Frage stellt, gibt es noch einen Platz für Humor in der Architektur? Ich meine, es ist eine ernste Sache. Aber Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist nicht lustig jeden Tag. Pavillon du Bonheur. Wir kriegen den Auftrag, ein temporäres Gebäude zu machen, für das Geburtstag von der Weltausstellung von Mai 68, die in Brüssel stattfand. Die Weltausstellung ist natürlich an dem Moment, da war das Gebäude von Corbusier, Mäzenakis, war natürlich ganz Energie, was zu zeigen, was kann man am besten machen mit Beton, mit Eisen, mit Elektrizität und so weiter. Und Belgien hat natürlich sein Atomium gebaut, die ihr alle kennt, mit der Schokolade und die Pommes. Und wir müssen halt das Gebäude da in Front setzen, das gelbe Ding, das ist uns. Großer Raum mit irgendwo einer Ausstellung und eine Projektion,
da ist. Aber der Inhalt war noch nicht ganz bestimmt, als wir anfingen, das Entwurf zu machen. Ein Monat entwerfen, 3 Monate Baustelle. Und dazwischen hat meine große Liebe mich verlassen. War super. Gebäude, Idee in sich selber. Ja, wir arbeiten mit nicht mehr, was kann ein Produkt am besten machen, aber wie kann man ein Produkt irgendwo aufstapeln und etwas damit bauen. Und wir arbeiten mit den Bierkästen. Und das Schönste bei den Bierkästen ist eigentlich die Seite darunter, die ganze Zeichnung, um die Lüftung von die zu machen. Und das auch in einem Prozess. Wir können relativ einfach 30.000 Bierkästen haben, machen Gebäude daraus und danach wird es verschmolzen und wird es wieder neue Bierkästen. Weil wenn man Gebäude macht, wie ich weiß nicht, in dieser Weltausstellung, die Gebäude werden gebaut und danach wird es eine Ruine. Ihr kennt alles Gebäude von MVDW oder wird es abgebaut. Und das wollten wir irgendwo nicht. Das ist extrem viel Geld reinsetzen in Luft. Der erste Vorschlag, naja, das ist allein meine Faszinierung für die Maya-Architektur, die 7 Goldstäden, Mittelalter. War sehr, sehr ambitiös, natürlich unmöglich zu bauen. Und die Idee in sich selber, wie gesagt, viele Leute haben schon Wände gemacht mit Bierkästen, aber selten haben wir eine Decke damit gemacht. Und das Prinzip ist ganz einfach. Es ist, man nennt man französisches L'Encorbellement. Das ist, wenn 2/3 hier sein und 1/3 rauskommt. Und das geht so weiter. Und das macht halt irgendwo ein Gewölbe, wo die Ingenieure uns natürlich nicht folgen konnten, weil es gibt kein Programm, das ausrechnet. Das große Problem von den Bierkassen ist, es ist zu leicht. Also muss man das zusammenweben, muss man Kräfte darauf setzen, muss man ab und zu Steine reinsetzen, dass es irgendwo stabil bleibt. Und dann haben wir einen Test selber gemacht, wie baut man das? Und das war irgendwo diesen faszinierenden Moment, irgendwo wieder ein Architekt am Bau sein, wie die Kathedralen. Aber das mit Bierkassen. Jupiler. Und hier nähert das Bauprozess, wie das Gewölbe sich aufbaut. Natürlich war die Baustelle im Winter, da gab es eine Eisenstruktur, um das alles zu beschützen. Das hat auch geholfen, um die Gewölbe zu machen. Die Gewölbe wurde gebaut durch Leute, die richtig Spezialisten waren, auf Rockbühnen aufzubauen für Rolling Stones, Céline Dion, das mitten in Senegal. Und die Wände wurden gebaut von einem sozialen Verein, der meistens Gips macht. Und da waren sie sehr, sehr froh, intelligente Wände zu machen. Das Gewölbe, den Spiel von Licht in drin und dann eben diesen Raum, der fast wie Provokation ist, neben dem Atomium. Die Ausstellung da drin, natürlich, wir sind die Jahre 2010, das war ja noch eine interaktive Ausstellung. Durch Zufall ist fast die Proportion von dem Computer die gleiche wie das Loch in den Bierkast. Natürlich müssen wir die Marke wegmalen. Das war schon eine große Werbung für die Bierkästen, ganz berühmt in Belgien. Farbe zu finden aus Italien. Und auch in Kontrast mit diesem Raum, wo im materiellen Raum von diese Projektion, wo irgendwo ein. Ja, der nimmt sich von den neuen Wim Wenders, aber es war einfach nur Schrott. Und dann von außen das Gebäude mit dem ganzen Studium von Bierkästen, Pattern. Das Gebäude haben wir gemacht, bevor Dance. Und da kam Dance. Und das kam irgendwo auch diese Idee, wie kann man mit diesen Backsteinen rumspielen und Rhythmus zu geben. Und alle diese vertikalen Elemente, das ist nicht dekorativ, das trägt alles. Da haben wir jedes Mal 7 Tonnen Kraft, die durchkommen, also die gespannt sind, um eben diese Wände stabil zu lassen, weil alle Wände funktionieren wie Gewebe, sind alles zusammengebunden und einfach nur Eisenstangen reingesetzt mit Haken, dass es irgendwo zusammenhängt. Pragmatismus, vielleicht zu beantworten wieder zu die Frage. Es ist vielleicht an die Sache zu sein, konkret zu sein. Ihr sagt, ja, wenn es klappt, ist es gut. Ich sage, auf die Baustelle gibt es niemals eine gute oder eine schlechte Wahl. Es gibt nur eine Wahl, wo ich vielleicht besser schlafen kann, wo weniger weiße Haare habe. Aber wir wissen, dass die Welt komplex ist. Wir wissen, dass die Welt konfus ist. Wir wissen, dass viele Varianten ist. Jetzt ist sogar
die Erde fast am Ende. Also kann man nicht mehr wie in Dubai bauen. Kann man, das ist eigentlich ein verboten. Aber am mindesten als Architekt können wir als Postur nehmen, schon das Recht, Nein oder Ja zu sagen. Aber das Entwurf zu beurteilen, wenn das Kriterium vorher, nachher. Nachher muss es mindestens schon besser sein als vorher. Sonst hat es keinen Sinn, den Entwurf zu machen. Ich meine, lassen wir es mal. Und hier hatten wir sogar einen Versuch gemacht, auf unserer Internetseite das alles darzustellen, mit allemal überall die Situation bevor das Entwurf. Werden wir jetzt verändern, weil es sieht so aus, wenn depressive deutsche neurealistische Fotoausstellung, typische deutsche Bewegung. Und natürlich, ja, Internetseite muss doch ja ein bisschen schmeichelhaft haben. Und wenn man das sieht, das ist halt nicht unbedingt sehr, sehr lustig. Und das sind manchmal ganz kleine Aufgaben von Freunde, wo man hofft, dass sie weiter Freunde bleiben. Hier ein ganz kleiner Raum, wo man auf einmal ein kleines Haus, weil die Räume super klein sind, auf einmal gibt einen Raum mit einer Doppelhöhe, mit einem ähnlichen Zugang zum Garten, sodass die kleinen Räume richtig ihren Charakter behalten als kleiner Raum. Und ich habe da einen Raum mit einer Doppelhöhe und dann wird es auf einmal ein Kosmos, ein Universum. Oder hier ein Raum, der fast keine Sicht hat, wo die einzige Aufgabe war, das größte Fenster zu machen mit einer Küche. Das manchmal einfach nur sagen, die Küche ist besser dort. Und dann ganz niedlich, ganz nett, ja, die schöne Karren ausgewählt, keine richtig große Designgeschichte. Aber ja, wenn man das Thema das Fenster hat, das Thema diese Küche, die zum Garten ist, versuchen wir es zum Besten zu liefern. Oder hier, vielleicht ein bisschen mehr extravagant, ein Haus, was eigentlich in sich selber keine großen Probleme hat. In drin hat das Gefühl ein bisschen wie ein Schlossgefühl. Budget ein bisschen größer und wird auf einmal das, weiß ich nicht, ob es besser ist, ja, mal vielleicht die Fantasie den Kunden folgt, der träumte, so wie hier rechts, in sein Familienhaus, Klavier zu spielen zu können, sondern dass die anderen das hören können. Oder einen ganz riesen Balkon zu haben, weil sie möchte so gern einmal draußen schlafen, fast in die Landschaft zu sein. Oder drei neue Zimmer, weil sie hat natürlich drei Kinder und die drei Kinder, das ist natürlich eine sehr reiche Familie, ein bisschen interpretierte Französisch, sind gezüchtet, um Kinder zu liefern. Und dann haben sie natürlich drei neue Zimmer, mit jedes Mal ein Badezimmer. Es ist ein Ferienhaus, also da sind 9 Eintritte, da muss man rein, rausgehen, da darf man sich nicht streiten. Ein falsches Fenster, ein neues Fenster, da reinkommt, das ist sogar hier oben ein Dingsbums, um den Wind zu sehen. Und das alles in Savoie und ein Haus, was eigentlich skulptural fast naiv, kindlich, das Humor folgt. Ja, Platz in Humor. Von dieser Frau, die eigentlich am Anfang nur in die Küche wollte. Ja, vielleicht haben wir das in den Wurf in ihren Rücken gemacht. Keine Ahnung. Ja, aber man kann schreien und bewegen, grotesk sein. Aber hier sieht man zum Beispiel die zwei Balkone, die schon 7 Meter, haben wir mit Bullinger gemacht, mit einer Sicht auf diese wunderschöne Landschaft und eigentlich das Gebäude innerhalb seinen Konzept, seinen Abhang. Das ist ein Abhang, ja. Und hier sieht man die Zimmer, die unterirdisch gebaut sind, die Balkon und dann das falsche Zimmer, die Küche ist da hinten. Verschwindet in Landschaft und man kann sowieso schreien und bewegen und lachen, wie man will. Gott, die Landschaft ist und die Sicht ist noch immer stärker als alles. Oder hier zierliche Sozialwohnung, wo es gab noch den Traum, bei den politischen Behörden irgendwo Sozialwohnungen zu machen, wie kleine Häuser, zierlich, wo irgendwo man nicht bestraft ist, kein Geld zu haben. Und ein einfacher Versuch war, wieder diese Zierlichkeit zurückzufinden, diesen Farbenspiel. Jedes Element hat, es sieht gleich aus, aber es ist ein bisschen unterschiedlich. Und haben richtige Forschung gemacht, um das zurückzufinden und innen die besten Wohnungen zu liefern, die da ist. Und das andere, ja, das berühmte Mieswanderhoch, wo ich gehe nicht so in Detail, wo wir sind hier in einem Punkt, ein Kreuzpunkt, der irgendwo ein Eintritt ist von einem Viertel, was Skarbek nennt,
in Brüssel, der sehr berühmt war, weil irgendwo alle Werbung da auf die Wand waren, aber die hatten alle irgendwo einen goldenen Rahmen. Das einzige Wand, die das hat, und hinten war ein Hotel. So ein richtig skurrilen Platz, wo mal eben ein bisschen heroisch sechs so, Sozialwohnungen macht, die da vielleicht am schlimmsten Kreuzpunkt, die Wohnungen sind est-ost orientiert, die gehen da, das ist die Fenster auf das Treppenhaus, hier kommt man rein und die funktionieren alle irgendwo in Split-Level und da oben ist eine Terrasse. Und die machen alle 160 Quadratmeter, also sehr, sehr, sehr groß. Und das Wichtigste ist irgendwo vielleicht eine kleine Architektur, aber es ist irgendwo auch irgendwo einen Stolz zurückzubringen an irgendwo Sozialwohnungen, können auch qualitativ sein. Besonders, wenn sie an die schlimmste Brücke sind von der Stadt, das ist eine Autobahn, die in die Stadt reinkommt, und da gehen die Züge da unten, also ein irrsinniger Lärm. Deswegen auch irgendwo diese wenige Fenster. Aber das Gebäude funktioniert fast wie irgendwo ein Bild, ein Eintrittsbild. Und der Anfang von einem Viertel oder das Ende. Und hier ist ganz witzig, gibt es irgendwo ein Gebäude, was irgendwo so ein brutalistisches japanisches Gebäude ist, aber es ist kein Architektengebäude. Ja, und dafür haben wir eben den Preis bekommen. Wir hatten niemals erwartet, dass wir einen Mieswander hoch dafür hatten. Haben wir zusammen gemacht mit MSH. Ja, es hat ein bisschen diese Figur von der heroischen Architektur, es hat eine bestimmte Virtuosität. Es ist auch ein Spiel von Backstein, der brillant ist, auch pur pragmatische Reden, um das sauber zu machen zu können. Und ja, wie kann man auf ganz, ganz kleine Grundstücke qualitative Wohnungen machen? Und das kommt auch raus, weil die Gebäude irgendwo den ganz kleinen Grundstück ein bisschen ausweichen durch diese Kurve, die hier ist und die da ist. Dann vielleicht fast zum Schluss. Oh Gott, ich mache schnell. Das Entwurf, wo fast so deutliche Vertiefung des Thema sensible Pragmatik zusteht. Zentrum für Mode und Design. Prinzipiell, um was geht es? Wieder ein Wettbewerb, Office und alles Mögliche, um ein neues Zentrum von Mode und Design zu machen, das innerhalb Brüssel. Es ist deutlich, dass wenn man jetzt irgendeinen Wettbewerb macht von neuer Schlachterhalle, kein Mensch interessiert sich, aber irgendwo, wenn es irgendwo ein Zentrum von Mode und Design, da kommt dann so ein Champagner raus überall und da ist irgendwo in Energie. Also war die Politik des Entwurfs extrem komplex. Politische Behörde, den MAD, die Leute, die das benutzen werden. Das Grundstück gehört zu der Stadt, das ist mein Kunde. Den MAD versteht nichts von Architektur, also engagierte ein Innenarchitekt, ein Architekt, Advice-Architekt, ein Quality-Control-Architekt. Und wir hatten unser eigenes Team, Architektur, Exekutionsbüro und alle Ingenieure. Also viele, 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 viele Stimmen. Und prinzipiell, um was geht es? Wir haben hier ein Grundstück. Das ist ein von den kompakten Blocks in Brüssel. Man sieht ein bisschen typisch, was Brüssel ist. Es ist ganz unterschiedlich von Berlin, wo, wenn man sagt, ich gehe von Block 1 zu Block 2, muss man 200 Meter machen oder 300. Hier ist eigentlich dann schmal. Und wir sprechen von, okay, ich sehe das nicht gut, ja, den Gebäude, den Gebäude, den Gebäude. Und die gehen durch das den Grundstück mit einem typische 60er-Jahre-Architektur, ganz kleines Gebäude. Und da hinten, von dem gleichen Architekt gemacht, befristet von Denkmalschutz, ein Pastiche von einem Gebäude von 17. Jahrhundert, was eigentlich eine Betonstruktur ist, wie da vorne, aber mit die Fassade von diesem ehemaligen Gebäude von 17. Jahrhundert, aber natürlich nicht so fein gemacht. Backstein ist ein bisschen billiger. Und so.
Und innen drin ein ganz komplexes Gebäude mit schwieriger Erschließung. Kein einziges Level war das gleiche. Und würde ich sagen, drei Persönlichkeiten. Also die Etagere von den Jahren 60, das 90. Jahrhundert, das Gebäude da drin. Und da hinten irgendwo ein Labyrinth mit diesem Passage darüber. Und eigentlich waren wir faszinierend von dieser Situation, weil in sich selber hatten wir irgendwo drei Collage von extrem typischen Brüsseler Elementen, die wir überall finden, und irgendwo so ein skurriles Objekt, die da war. Es gab die Möglichkeit, natürlich ein Tabula Rasa zu machen und das Programm da reinsetzen. Das Programm war relativ einfach, 600 Quadratmeter Ausstellung, Büros, Ateliers, gemeinschaftliche Räume. Und wir haben beschlossen, die Gebäude zu behalten und damit zu arbeiten. Es geht nicht um etwas Altes und neu, es geht um mit den Alten etwas Neues zu machen. Und die Kräfte und die Faszinierung, die wir empfanden, das Gebäude zu benutzen und das zu machen, das zu benutzen als Energie des Entwurfs. Ja, die Karikatur des Entwurfs ist eigentlich das, gemeinschaftlich öffentlichen Raum, da unten, der durchgeht, der administrative Typ von den Jahren 60, der dicke Bürger von den Jahren 19. Jahrhundert, und da hinten irgendwo den komischen kleinen Frosch, der eine Karikatur ist von Eliu Di Rupo, der unseren ersten Minister war von der Sozialistischen Partei und der immer irgendwo eine Papier hatte. Pragmatisch, ganz einfach, was sind die Mittel? Ab und zu Sachen wegnehmen, in Rot. Wir haben nur Demolitionspläne, Abbruchpläne geliefert. Die Erschließung zu verbessern, Treppen, zwei Eingänge, und das Programm geht dahin, wo es am besten gehen kann. Wenn man mit etwas an alten Gebäude arbeitet, gibt das halt die Möglichkeit, besonders bei Leuten, wo sie nicht ganz genau wissen, was sie machen wollen, dass sie sich anpassen. Also ein flexibles Gebäude, was alles machen kann, kann eigentlich nichts machen. Aber ein Gebäude, was besteht durch seine Beschränkung, gibt halt immer eine Resistenz. Und ich rede jetzt von der Resistenz. Ja, der Prozess ist halt Löcher machen, Elementen abnehmen, die irgendwo keine Rolle spielen. Aber die Resistenz hier. Es ist immer sehr, sehr einfach, oder könnte man fast Jean Nouvel hören. Ne? Es ist was antifranzösisches Entwurf. Man hat eine Idee, ein Konzept, und dann ist das architekturale Entwurf eigentlich eine Ausbauung, Verformung von das. Da kommt eine Grammatik raus, die Materien, und das wird dann eben das Entwurf. Das ist in dem Fall hier absolut unmöglich, weil durch die topologische Situation von diesen Gebäuden, wo die Bausubstanz ist so unterschiedlich, diese Etagere, das 19. Jahrhundert und so weiter, nichts ist die gleiche Höhe, kann man unmöglich ein Prinzip oder ein architekturales Vokabular benutzen vom Anfang zum Ende, der durchgeht. Jede 5 Meter ist es ein neuer Entwurf. Also, wie hier das Haus von Ensel und Grete, was halt eben diese Idee, kann man ein Gebäude machen, wo man geht von Torte zu Torte, von taking care of, von wie man zu Hause etwas renoviert. Und das alles macht ein organisches Gebäude, wo der Maßstab dicht zum Körper ist. Ich habe nichts zu sagen zum Modedesign. Ja, ich habe sehr viel dabei. Ich meine, ich würde sagen, ich weiß nur, dass es eine identitäre Situation ist und dass es etwas zu tun hat mit dem Körper und wieder eine domestische Situation. Also wie kann man ein Gebäude machen, der halt ein Museum, der halt nicht steril ist, wie jedes Museum, also ganz weiß, aber ein Gebäude machen, wo jeder Ort könnte ein Shootingplatz sein oder ein Ausstellungsraum sein, weil er genug reaktiv ist. Also nicht die weiße Dose, sondern die dirty Dose. Und auch eben von jeder absurde Situation zu nehmen, um irgendwo davon das zu verarbeiten als Element. Und da würde ich halt sagen, das ist nicht eine Idee zu haben und dann in der Resistenz zu sein gegen die Welt, sondern mit die Welt zu arbeiten und von alle Teile von dieser Welt versuchen, einen Entwurf zu machen. Die Idee war echt theoretisch sehr faszinierend, aber zu machen war es extrem anstrengend. Sterilität. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen einem Design,
Geschäft oder ein Design. Museum, ein Sockel, ein Objekt, ein Licht, ein Kartell. In einer ist der Preis, in der anderen ist ein Datum. Walter, die Idee, weil sowieso müssen wir von das alte Gebäude jetzt akustisch, thermisch alles verbessern, mit das Thema Weiß spielen. Aber wenn man sagt Weiß in das Designprozess oder Weiß in die Materien und das auf 100 Jahren, ist das Weiß natürlich sehr unterschiedlich, weil in die Katalogen kann es manchmal beige, Plastik oder ich weiß nicht was. Und wir haben zusammengearbeitet mit Rottoch, wir müssen eine Partnerschaft haben zwischen Architekt und Designer. Und anstatt Rottoch drauf zu setzen, an die Möbel zu machen, war es eben die Forschung der Materien, die wir benutzen, in drin. Wir haben meistens wenig Zeit im Wettbewerb und im Entwurfsprozess, um diese Materienforschung zu machen. Und die haben uns einen Katalog vorgeschlagen von, würde ich sagen, 160 unterschiedliche Materien, die wir anwenden konnten mit dem Argument, was kann am besten da kommen. Ein Treppenhaus mit seiner Kachel, unten sind sie quadratisch, zweiter Stock ist Dreieck, letztes Hexagon, dicke, ja, wo es am besten das hingeht. Und Sensibilität. Also das war irgendwo, wo ich sagen, die drei Materien, die wir benutzen, das Thema Weiß, was man zufügt. Dann gibt es natürlich, was schon existiert, wo man nicht weiß, das streichen wir in Weiß 9016, der ein bisschen zum Grau geht und der perfekt ist mit das leichte Beige von den billigsten Stoppkontaktendosen, die wir in die Wände benutzen. Und dann ab und zu entdeckt man Situationen, wo man sieht hier intern in den Faux Plafond an Betonbalken mit da unten Holz in den Beton drin war, das war, um das Gips zu nageln zu können, was man nennt in Französisch la matière révélée, was man also entdeckt, um irgendwo Schwerpunkte zu geben in den Weiß. Oh, oder hier ein kleines Detail, das einstige Lift in Brüssel, der in Backstein ist, der natürlich am schlechtesten Punkt in das ganze Entwurf steht. Voilà, das war irgendwo die drei Materien. Und die drei mit dieses Katalog von Weiß, was ich zufüge, Weiß, was ich streiche und was ich finde, das ist unser Materienspiel. Die Aktion, wie wir sagten, Lichtverbesserung, Erschließung und eben den Charakter des Raums zu verstärken. Grundgeschoss öffentlich, eben zu spielen mit diese unterschiedlichen Höhen, der Eingang, hier einen großen Raum und eben, was man nennt in Französisch, le grand traversant, also eben das Gefühl zu geben, man kann durch das Gebäude gehen. Hier ist es sehr klein, sehr schmal, hoch und dann hier eben, das Grundstück ist eben breiter, was ermöglicht halt andere Arten von Ausstellung. Also innerhalb von einem Grundgeschoss unterschiedliche Typologien zu haben, was natürlich ermöglicht, das Gebäude hat eben zwei Gesichten. Einer auf dem Platz, es gibt einen neuen Teil, was da oben gebaut ist. Und da hinten eben das andere Gebäude mit einer breiteren Vitrine in Kontakt mit einer neuen Entwicklung von den Viertel. Und dann hier oben einen anderen Raum, das war ein Dach hier, was wir wegnehmen und das wird eben die Terrasse. Und dann natürlich ein Modell, weil das ist unmöglich zu studieren in 3D. Der hat einen Burning Out gemacht. Und dann werden wir das natürlich alles mit dem Modell entworfen. Modell, was eigentlich eine extrem wichtige Rolle hatte, weil eigentlich hier der Hauptpunkt von diesem Entwurf ist der Schnitt. Und da war kein Zeichen. Die Politiker wollten mit dem Zentrum von Mode und Design ein Gebäude haben, was irgendwo eine Gestik hat, so wie Bilbao-Effekt hat. Aber wie sagten, der Bilbao-Effekt ist inneren. Das Gebäude hat schon 300 Transformationen gehabt. Wie fügen dazu jetzt 2000 mehr? Und das Modell hat natürlich Reisen gemacht. Hier ist eigentlich der erste Stein. Und das war eigentlich ein Tuch hoch und das Mokett draußen, das auf dem Platz. Hier die Ansicht mit die Fassade, wo man sieht, wie auch das Licht, die Vitrine, die vergrößert ist, eintritt, klein. Bestandene Gebäude, hier oben den neuen Raum, großen Fenster und alle diese Decken, die wir freigelassen haben mit das Licht, Marmor da hinten. Ein Tritt, was vorher so war, wo man jetzt entdeckt hatte, dass irgendwo ein Teil des Plafonds war, ein falsches Plafond. Man sieht hier den Lift, der wieder einbaut,
was dann via milanesischen Eingang kommt, kompakt, aber dann schicker, mit ab und zu extrem teurem Material, Inox, haben wir angewendet, Inox Miroir. Besonders hier, wo wir Eintritt haben, Tür zum Keller, Tür zum Lift und hier ist die Feuerwehrtür von dem Lift. Also extrem komplexe Situation. Oder ganz kleine Erschließungselementen, hier ist die Feuerwehrlieferung. Alle diese Elemente, die man im Gebäude braucht, haben wir halt damit rumgespielt. Erschließung von dem Raum zu das, wo man sieht, den großen Raum in der Mitte mit seinem Lift, die Säulen, die halt existieren, Raum, der schon benutzt war für Ausstellung, aber der in sich selber den Potenzial hatte, irgendwo eine mehr theatralische Atmosphäre zu haben durch eine Doppelhöhe, was natürlich ermöglicht eine andere Art von Beleuchtung, einfach nur ein paar Säulen wegnehmen und den Raum zu schaffen. Ja, einfach ist das nicht. Die Balken sind von nebenan gekommen. Und da waren nicht 9 Säulen und wollten nur 3 wegnehmen. Und dann haben wir gemerkt, dass ein Ingenieur da haben gesagt, wissen Sie eigentlich, konnte man 6 davon wegnehmen, weil so hält es schon passiert. Aber die Balken, die Säulen waren schon geliefert, haben sie dann doch dahin gesetzt. Die tragen nichts. Was passiert? Das wisst ihr nicht. Hm? Ja, der große Raum mit seinem Lift, auch Materie wieder hier, Zellulose an die Decke, wie ein Bett, was runterfällt. Die Säulen, 2 Säulen, das Licht kommt dazwischen. Und jedes Element ist halt benutzt für seine scenografische Auswirkung. Hier Lüftung, Lichtung kommt da hinten. Der Lift, schlimmsten Moment, hier ist Ventilation, Tür zur Backstage. Und das Ganze. Gebäude eigentlich, die Idee war, es muss funktionieren können wie ein Rucksack, wo man Taschen hat, aber es gibt Reißverschluss, nennt man das, ne? Reißverschluss zwischen die Taschen, da wird die Tasche ein bisschen größer. Oder wie ein Palazzo in Venedig, man hat große Räume, kleine Räume, aber man kann eine Tür öffnen zwischen privat und öffentlich, so dass das Gebäude eigentlich eine bestimmte Flexibilität hat in sich selber. Und Beispiel, hier sieht man, wie das funktionieren kann. Auch das Loch war eine beängstigende Problematik, weil es natürlich ein bisschen komisch ist, in einem Grundgeschoss ein Loch zu machen. Aber es gab irgendwo einen Pausemoment, weil so groß ist das nicht. Und gab irgendwo einen Ausnahmepunkt da drin. Und irgendwo, wenn man Stopp machen muss, wenn man ein Loch sieht, wird das Gebäude auf einmal größer. Natürlich war das auch, dass jede Treppe, die wir zufügen, irgendwo eine Persönlichkeit haben und deswegen sehr viel Energie genommen haben, um das gut zu zeichnen und das gut im Detail auszuarbeiten. Hier andere Räume, mehr industrieller Charakter, eine ganz komplexe Struktur, wo es eigentlich darum ging, wegzunehmen, was man nehmen konnte, um irgendwo bisschen mehr Licht reinzubringen und Zugang zu die Straße. Es funktioniert wie, der Plan in sich selber, sondern eigentlich 9 Quadrat, also extrem flexibel. Hier, die Situation wird das auf einmal, wo man sieht irgendwo in die Tiefe das Gebäude und man sieht da hinten irgendwo den Eingang. Und es gibt halt die Möglichkeit, von dem Raum halt irgendwo eine Sicht haben und unterschiedliche Punkte. Das war die Zeichnung von dem Wettbewerb. Und Benutzung von Zwischenräumen zwischen 2 Gebäuden. Das Regal rechts, das Gebäude im 19. Jahrhundert, wird einen neuen Zwischenraum, was irgendwo als Treffpunkt kann sein, als Büro. Die Runden da unten, das sind die ehemaligen Plastikbeleuchtungskuppeln, die unten waren, da sind. Und auf anderer Seite gesehen, wo man andere Sicht, man sieht hier die neue Treppe, die darum geht, die Büros. Platz da hinten, die alte Fassade, auch das Dach hier, also die Verriere, spielt damit und ermöglicht, weil es irgendwo so hoch ist, dass man keine Seitensicht hat zu den Nachbarn. Die alte Fassade, wo man gemerkt hat, dass das die ehemalige Fenster nicht das war und nicht das, wie ich sagte, das war schon verbaut.
einmal da ist. Füg zu, die Cafeteria, gemeinsame Punkt, war nicht zu viel Quadratmeter. Also anstatt irgendwo Cafeteria für die Designer, Stylisten zu machen, das ist ein großes. Und dann hier, da gibt es Möglichkeiten, einen neuen Raum zu machen, auf den Dachraum, mit dem ein bisschen größer ist, mit einer Sicht auf Brüssel. Natürlich die Spiegel, das war ein kleiner Picke. Das ist ein Spiegel, der ein bisschen verformt. Ja, im Französisch hat man ein Wort darüber, das ist la vanité. Ja, bin ich schön, bin ich nicht schön, sag mir, dass ich die Schönste bin, und das ist verformt. Das für eine Sache für Mode und Design war ein bisschen gewagt. Und Kontakt eben hier zu den anderen Raum in der Erschließung da. Hier ist der einzige Teil des Gebäudes, wo man ein Fenster machen kann. Und man gibt halt dann Sicht für die neue Wendeltreppe, die nach oben liefert. Diese ganze Terrasse kann man hier, ist zugänglich von der anderen Straße. Also das ganze Gebäude funktioniert zweiseitig. Und man sieht halt hier eben diese Treppe mit hinten den Lift und natürlich hier das kleine Häuschen, was schon Bestand war. Und das ist eigentlich das Häuschen von den Motoren, von den Lift. Ja, und dann von außen. Das Wichtigste ist halt nicht das Gebäude in sich selber, es ist eigentlich die Leere, den Raum da, den Platz da oben und ja, vielleicht die Ikone hier oben, die geworden ist. Und das sind Sozialwohnungen, die dazwischen ist. War eine Partnerschaft in die Stadt. Und hier seht ihr typisch, was wir in Brüssel haben. Den 19. Jahrhundert, ich weiß nicht was. Ja, und das ist das geworden. Also vom Alten etwas Neues zu machen und wie ein Organismus, der da durchfließt, wo man von Materie zu Materie geht. Denn vielleicht zum Ende des Entwurfs, wir sind jetzt halt mehr beschäftigt mit ganz größeren Maßstäben von Entwürfen. Und ich meine, es ist halt immer ein wichtiger Punkt, würde ich sagen, besonders wenn man große Entwürfe macht. Wie kann man porter attention aux personnes et aux petites choses, surtout dans les grandes? Das heißt, vielleicht in Englisch, out taking care of people who are living inside, small things that you can touch, this inside the big one. Ja, wir bauen nicht für Architekten. Ich habe nichts zu sagen zu den Architekten. Wir bauen für die Leute, die dran sind. Hier, ihr seht die königliche Familie, wir haben keine Regierung, aber wir haben doch einen König. Ich meine, es geht halt prinzipiell, ja, wie kann man kleine Qualitätsmomente liefern, die vielleicht architektural nichts Besonderes sind. Wie hier Beispiel, ein kleines Patio mit einem Garten, da kann sogar ein Esel sein, für den Personalraum mit hier eine kleine Küche, hier ein kleines Büro, Personalleute, die arbeiten in einem riesigen Komplex. Der 80 Meter auf 100 Meter auf 100 Meter macht und 40 Meter hart, also 80.000 Quadratmeter für das neue Zentrum, Hauptgebäude für belgisches, französisch sprechende Fernseh, Radio, Rundfunk mit großem Eingang auf dem Platz, öffentlichen Räumen, Studios, Lagerraum, was war das noch hier, Pressenraum, thematische Presse, Administration, Direktor, Geld, Terrasse und dazwischen halt das Licht. Wie geht man um mit einem Gebäude, was irrsinnig groß ist, was eine Auswirkung hat, kompakte Auswirkung wie ein Renaissance-Palazzo, um vielleicht den Traum, ein intelligentes Regal zu sein, mit seiner unterschiedlichen Porosität, besonders, wenn man weiß, dass jetzt die neuen Medien träumen von der neuen Way of Working, transparent zu sein. Aber eigentlich, wenn man Fernsehen guckt, wird man nicht mehr intelligenter, sondern dummer. Und ich weiß noch, wenn ich Kind war, da gab es keine Werbung, aber das Fernsehen, das war irgendwo auch ein edukatives Mittel. Oder? Das ist ein bisschen das Ende. Voilà. Ja, wie geht man damit um? Und das war nicht das Hauptthema dabei, wie beispielsweise in einer Ausstellung ein Fragment des Modells, den riesengroßen Raster, kleine Türen, die große Struktur, unterschiedliche Höhen des Gebäudes. Ja, wie kann man auch in diese
Bürowelt eine Faszination bringen, durch unterschiedliche Höhen zu haben, so wenig wie möglich Materialien, die steril sind oder Referenz machen mit ein Google oder ein Bankbüro, öffentliche Studios, große Innenwelt, das da ist und wie das auswirkt vom Außen, unterschiedlichen Register, die da ist. Oder hier, wie man in einem Park spielen kann. Diese Zeichnung, die ich euch zeige, das ist etwas, was wir mehr und mehr benutzen, weil es ist halt die Architektur zu zeigen, nicht von seiner Form, besonders wenn es ermöglicht innerhalb ihrer Form. Also zeichne ich prinzipiell Witze, Situationen, Anekdoten. Hier ist es ein Atelier mit einem Pferd für ganz kleine Kinder und es geht darum, um einen Kindergarten, einen großen Kindergarten, ne? Ja, 30 Klassen. Und hier vorne kommt eine kleine Schule und ja, es geht um ein Gebäude, wo der sich anpasst an den Maßstab von ganz kleines Kind, wo jede Klasse nach draußen gehen kann, ein Park, ein kleiner Hof. Hier sind ganz klein, die weniger klein. Gibt es eine Innenwelt mit seinem Patio. Hier sind die Größeren, die können hier spielen, Fußball. Und hier vorne ist es die Mensa, das ist die Sporthalle. Hier ist eine andere Mensa für die ganz Kleinen. Die Eltern kommen, bringen ihre Kinder hier, ihre Kinder da. Kommen sie rein, warten, dann gehen sie in die Schule. Hier ist die Grenze. Und hier haben wir eine alte Kirche. Und hier mehr in Städtebäuliches Straße. Wir sind in Flandern. Hier oben ist ein Gebäude von Jan de Wilder. Voilà. Wie ein Gebäude, der sich anpasst im Maßstab der Menschen, die Kinder, die daran leben, und auch dem Maßstab der Landschaft, also dann sanft in das Tal durchgeht und vielleicht mehr städtisch urban ist. Da vorne links die Kinderschule, kompakt mit einer großen Bibliothek liegt und hier der Lehrerraum wie eine Villa. Einen großen Sockel, das große überdachte Dach, was Licht reinbringt, der Garten, es gibt mehr Lichter. Und hier herum alle kleinen Spielräume, das innerhalb einen großen Park, was das sein würde, Beispiel. Oder hier, das zum letzten, kleinen Teig zu geben für eine andere Schule, wo, wie kann man mit dem Grundgeschoss umgehen, sekundäre Schule, Kinderfabrik, Haupthof, Mensa, alle Klassen, die expressiv sind, Musikklasse, Sporthalle, sieht man das hier, integrative Ateliers mit Natur, was sieht man da noch, oben Parking, deutlicher protokollärer Raum hier, vom Hof kommt man rein, Haupteingang, die große Treppe, wo man die Fotos nimmt, wo endlich der kleinste als größer erscheinen könnte. Und das innerhalb in einem Riesenkomplex von zwei Schulen, eine horizontale, eine vertikale, eine Sporthalle, eine Mensa, entlang dem Kanal, nicht weit weg von einer Autobahn. Ja, die Grundstücke sind so teuer, dass es billiger wird, das neben die Autobahn zu bauen. Deswegen sind auch alle Gebäude da oben. Und das ist hier irgendwo auch eine Zeichnung, wo das Hauptthema ist, wie benutzt man und wie... Wie kann man wieder diesen, nennt man in Französisch Rez-de-Chaussée, also das, das Erdgeschoss benutzen als Verlängerung vom Park, als Dialog mit dem Park und dem Campus, der darüber ist, weil natürlich eine Schule funktioniert für die Studenten, aber in Wochenendferien funktioniert das für Sport, für andere Aktivitäten, es ist eine Infrastruktur, die benutzt ist und wie alle diese Gebäude in sich selber fast ein Forum können dann wie ein Forum funktionieren, wo man geht zwischen Zwischenräumen, zwischen die Gebäude innen und es ist ein Weg dazwischen. Ja, das ist die Idee in sich selber. Jedes Gebäude natürlich seine eigene Logik, eine vertikale Schule oder seine Silhouette, eine Sporthalle, die benutzt ist. Und dann eben wie dieses attentiv sein in einem Riesengebäude, also die Schule macht 120 Meter lang, es sind 100 Klassen, also so eine Fabrik. Ja, wie kann man trotzdem
überdachter Weg von die Klassen sind doppelt hoch. Hier eine Feuerwehrtreppe, die auf einmal einen Balkon wird, relativ expressiv hochkommt. Man kann untenrum das Gebäude gehen, hier ist irgendwo das. Wie auf einmal, ja, es geht nicht mehr darum, wie die Fassaden ausschauen. Es geht mehr darum, wie man die Details macht. Hier haben wir eine Treppe, weiß man, wird irgendwo eine Art Grotte. Hier haben wir die Säulen, aber hier hat eine Säule einen Fuß. Das ist der Lehrersaal. Also wie kann man Fragmente und nicht haben? Hier haben wir die Mensa, die da ist, die außerhalb gehen kann. Den Zwischenraum wird auf einmal ein Platz. Und wie das Gebäude auch die Studenten beschützt vom Lärm, wie man da durchgucken kann hier. Und dann die Klassen, das ist ein intelligentes Modul. Das ist ähnlich an Gebäude, die nicht weiß ist. Wie das Gebäude auch unterschiedliche durch seine Form unterschiedliche Dialog und Relationen haben kann, unterschiedliche Gesichter, wie hier die Sporthalle, die funktioniert wie ein ikonisches Element, aber es bringt halt ein Lichtspiel in drin. Hier ist die Sporthalle mit überdacht. Auf einmal den großen Eingang, den Balkon für die Lehrer, die Treppe, die ermöglicht, dass die hier die physische Laboratorium von Biologie und Physik können hier rauskommen, Experimente machen oder Experimente im Park. Und wie weiter das sich fließt innerhalb die Landschaft, mit links eine Mensa, rechts eine Schule für die älteren Studenten, die rauchen dürfen. Doppelhöhe, da wo der Park literal reinkommt. Jedes Gebäude, auch natürlich von unterschiedlichen Büros gemacht ist, hat deutlich sein eigenes Statement. Und das alles in einer sehr komplexen Landschaft, Autobahn, Kanal, Lärm, Parking, Turm von Xavier de Chêtre, vertikale Schule, Park, horizontale Schule, Sporthalle, die existiert, kleines Pavillon, das Echo ist von das ist, Erschließungselementen. Das halt in einem großen Campus, der zweitgrößte von Brüssel, und wo eigentlich unsere Gebäude funktionieren mehr wie Vorgrund, Hintergrund, Silhouetten und verschmelzen sich mit der Landschaft und wo die Landschaft eigentlich rübergeht durch den Grundgeschoss, durch die Gebäude und die Gebäude funktionieren einfach durch einen Hintergrund und was eigentlich die Leute anspricht, die anfassen, was man anfassen kann, ist alles, wo man dicht ist, also der Grundgeschoss, das Kleine in das Große. Ich glaube, das war's. Und wenn Sie noch Kraft haben, Geduld haben, habe ich eine kleine Süßigkeit. Wollen Sie noch?